Hi, ho, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Mario Party 1 mit eurem Chili Hot Dog. Ja, und ich weiß jetzt schon genau, dass dieser Part unter den Namen Verzweiflung fällt, weil ich hasse dieses Spiel gestrandet. Ich kann es nicht, ich kann es echt nicht, aber naja. Ich wünsche euch viel Spaß, wie ich mich hier zum Depp mache. Drehen. Es sieht echt merkwürdig aus, was Yoshi da macht mit dem Ding oder nicht. Das sieht echt sehr, sehr... Und ich dachte, das Spiel ist für Kinder, aber naja, okay. Komm, ein Thrasher. Ja, ui. Also, ich habe diese Episode auch schon zum zweiten Mal aufgenommen. Und beim ersten Mal muss ich das Level hier schneiden, weil ich gefühlte 60 Versuche gebraucht habe und mich so derbe aufgeregt habe darüber, dass es nicht geklappt hat. Noch eine Treasure. So, noch ein und dann habe ich es auch geschafft. Boah, noch ein Geldsack und dann haben wir es. Komm. Drehen. Komm, das schaffst du. Nein! Dieses Scheißding. Sorry, aber nein! Was soll denn das? Ich hatte ihn doch! Okay. Probieren wir es mit dem zweiten Versuch. Ich werde es so machen, bei all meinem Mario Party Minigame Videos. Sobald ich einen Level 3 mal nicht schaffe, werde ich schneiden, bis ich es geschafft habe. Also ich glaube nicht, dass ihr mich immer abdrücken sehen wollt. Weil das ist leichter für mich und leichter für euch und das ist leichter für uns. Nein, der war doch getroffen. Was ist das denn für ein Kack schon wieder? Oh, komm schon. Komm, Yoshi. Er vergewaltigt wieder die Angel. Boah, 20 Sekunden, um noch eine Schatztruhe zu bekommen. Wenn da mal noch eine wäre. Ich muss sie da hinten treffen, sonst ist alles aus. 10 Sekunden, um sie reinzuholen. Komm, Angel. Vergewaltige deine Angel, Yoshi. Super. Ja, das Level also beim zweiten Anlauf geschafft. Beim letzten Mal wirklich gefühlte 10 gebraucht. So, ich gönne mir mal einen Schluck Lebenssaft. Im Fachmund auch O-Saft oder Orangensaft genannt. Bei mir heißt es Lebenssaft, ja. Hat die Wolke eigentlich auch einen Namen? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber ich möchte es gerne mal wissen. Fahnenwirrwarr, ja. Legen wir mal los, ne? Ah. Ich finde, Wario hat so ein plattgedrücktes Gesicht, so ein gezeichnetes Gesicht vor allem. Gezeichnet, du Dutsch. Oh, Donkey Kong, was machst du da? Und der Shy Guy Pirat löst das Band, das Seil. Und Donkey Kong treibt in die Ferne. B. Oha. Na komm schon. Nein. Wie können wir gegen die Bodenstange Luigi verlieren? Nichts. So, machen wir nochmal so hier. Dann haben wir unsere Mic-Einstellungen noch ein bisschen besser und unser Mic noch ein bisschen besser positioniert. Und wir legen auch direkt wieder los hier mit dem Level. Zum zweiten Mal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, dass Peach nicht so weit kommen wird, weil... Naja, Frauen links, rechts, Schwäche und sowas, ne? Aber naja. Ich bin lieber ruhig, weil ich habe vielleicht auch weibliche Zuschauer. Oder ich hoffe, dass ich auch weibliche Zuschauer habe. Und naja. Ne? Wir wollen ja immer fair für beide Seiten sein. Oder auch nicht? Ja doch. Sag mal, könnt ihr mal loslassen? Oder was Verkehrtes machen, Leute?
Leute, hallo. Endlich. Und ciao, Wario. Und ciao, Luigi. Bohnenschange. Ja, so viel zum Thema Frauen und nicht weit kommen, links, rechts, ne? Yeah! Oh, sorry, dass ich gerade, ne? Aber Shy Guy hat mir gerade zum Sieg verholfen. Beim Fahnenwirbel. Clear! Ja. Wir kriegen einen ab. 10 Münzen. Und wir dürfen ein Level weitergehen. Wuhu! Kugelchaos, ja. Das heißt, alle. Wir machen hier eine Battle Royale. Jeder muss jeden runterschmeißen. Ich wette, dass ich der Erste bin, der fällt. Nein, der Zweite. Oh, wenn das nicht mal knapp war. Ah, nein, das ist in Ordnung. So, alleine muss man den Computer ein bisschen austricksen, weil letztens ist er alleine. Ich habe das ja schon mal einmal aufgenommen, bis zu diesem Level. Da muss man den Computer ein bisschen sehr austricksen, dass man den so und dann genau so und dann boom, boom, boom. So wird das nichts. Und ich wurde gerade angeschrieben, was mir nicht gefällt, wenn ich beim Aufnehmen bin. Och Mensch, fall doch runter. Genau, yeah. Dup, 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 dup. So, was nennt man Fliehkraft, Wario? Und Trägheit hier, Masse in Bewegung, je größer die Masse, desto weiter die Bewegung, ne? Und so, ja, Physik, 7. Klasse irgendwie, glaube ich mal. Schatztaucher, ja, wer zuerst, also ich muss 10 Münzen haben, um das Level zu schaffen. Kein Problem eigentlich, ja, aber das ist ja immer, wie ihr wisst. Der Chili-Hotdog sagt kein Problem und er kackt in irgendein Level 3 bis 4 Mal ab. Komm, 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 komm. Ah, Peach. Ja. Ja, das war ja schon die halbe Miete. Das waren ja schon ganz 5 Münzen. Und mal dadurch und da hoch. Und ja. Level complete. Clear. So haben wir noch die gefährlichen Werte von einer Münze. Und mich schon an der Nase kratzen. Gib mir die große Kiste. Ein Spiel, wo man ordentlich Münzen sammeln kann, weil es relativ leicht ist. Also ich finde Spiele, da wo sowieso jeder gewinnen kann, sind die also wo jeder Geld bekommt, wenn er sich nicht gerade sehr dämlich anstellt, sind die leichtesten Spiele. Hm, okay. Kriegt Wario noch 3. Und wir haben es geschafft. Kriegen ein Level ab. Und wie viele Münzen? Ja, yeah, 19 Münzen. 10 brauchten wir, 19. Super. Oh, was war das nochmal? Das war auf dieser komischen Insel, die immer nur gekippelt hat, glaube ich. Oder so ähnlich, ne? Kanoneninsel, genau. Wer da runterfällt, hat verloren. Oder getroffen wird. Wir können nicht schlagen, wir können aber Leute auf den Kopf springen. Geil animierte Insel, muss ich echt sagen. Das ist ja voll episch, ist das. Und Wario gegen Baden. Oh nein, nicht confused. Was soll ich da machen? Da muss es aber danach gehen. Nach einem Draw. Weil ich kann ihn ja nicht runterschubsen. Hoffen wir es mal. Yes! Wir sind so im Bar. 22. 10 Münzen. Ab zum nächsten Level. Ich hab keine. Oh nein. Wir dürfen schon tauchen. Dann müssen wir unseren Partner verlassen. Super.
Meine Lieblingsaufgabe, verlasse dich auf deinen Partner. Ach. Scheiße. Sorry, Mist. War super. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, er hat die noch hochbekommen. So ein Mist. Hier war, glaube ich, auch noch eine, wenn ich mich nicht täusche, hier am Rand. Ah, da oben. Komm, hier. Fahren wir da mal hin.